Ja, was denn los, hey Leute? Hier ist wieder der Benny und da haben wir von Deal Buddies zocken zu einer neuen Custom Map und heute haben wir wieder was ultra Schwieriges. Wir müssen nämlich Kisten finden und für diejenigen, die die erste Folge gesehen haben von uns, wir haben so viele Custom Maps schon geschafft, ohne zu cheaten. Also ich glaube, wir hatten eigentlich nur bei zwei Maps Probleme und eine davon war Find the Chest 1 und wir sind an der Map so verzweifelt und jetzt haben wir die zweite Version davon und ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, ich glaube, du haben auch, oder? Ja, wir müssen jetzt schon mal den Knopf finden, weil da ist einfach keiner. TG, direkt Ladygame am Start. Alles klar, Digga, jetzt fängt es jetzt schon mal gut an. Knöpfe finden sind wir gut, aber die fetten Kisten, Mann, mit denen haben wir unsere Probleme. Ich weiß nicht warum, aber das ist abgehoben. So, natürlich die Frage, wo könnte denn hier ein Knopf sein, Mann? Es fängt echt schon gut an. Ich pack's jetzt schon wieder nicht. Im Wasser wahrscheinlich, oder? Lass mich gucken. Nee, im Wasser ist nichts. Natürlich auch überall was sein. Ich hab. Digga. Ist das dein Ernst? Ja, das ist dein Ernst. Du bist sicher, im Wasser ist nichts? Ja, ich bin nicht sicher. Da ist eine Kiste. Oh Gott, ja, man muss wieder. Ah, eine Kiste. Kann platziert werden auf Goldblock. Auf Gold? Button? Da drunter ist doch, da ist noch eine Kiste. Ich habe einen Knopf. Kann platziert werden auf Quarzblock? Ja, der, okay. Der ist richtig. Aber was mache ich? Ah, das war nur ein Troll. Okay, der kommt an dir. Block war ein Troll. Gende. Oh. Oder vielleicht. Sein Ernst? Nicht sein Scheiß Ernst. Hä? Warte, ich lese mal kurz. Okay, das ist im Prinzip dasselbe. Ist die Kiste noch da? Nee. Abgehoben. Vielleicht ist die irgendwo anders im Wasser. Es fängt echt schon gut an. Ich sehe auch absolut nichts, Mann. Wie kann man denn? Guck mal, Leute, das Level ist so einfach und da ist mir schon wieder irgendwo eine Kiste versteckt, die wir nicht finden. So eine Kiste ist fett. Das gibt's doch nicht. Gibt's nicht, wenn wir jetzt schon wieder beim zweiten Level scheitern. Beim letzten Mal sind wir fast bei jedem Level dann gescheitert. Ja, also ich glaube, wir mussten nur bei zwei Maps cheaten und die eine kam erst vor kurzem. RuneScape? Ja. Wir haben so viele schon gespielt, okay? Und bei der ersten Map, Mann, mit den Kisten, da sind wir so verzweifelt. Und ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, Mann. Ah, komm, ich habe die Kiste. Da ist die Kiste. Was? Da hinten. Wo? Oh, jetzt müssen wir nur noch hochkommen. Oh, oder im Jump öffnen. Oh. Oh Gott. Ja, so kann man die öffnen. Oh, Mann. An den Typ, Mann, der die Maps baut. Echt Respekt, du machst das krass, aber ich hasse dich, okay? Nein. Nicht nochmal. Guck mal im Wasser wieder an derselben Stelle. Der will uns safe verarschen. Nee, siehst du nicht. Aber wahrscheinlich jetzt muss dann mal in den Bäumen irgendwo was sein. Ja. Da, warte, ich laufe jetzt erstmal nur in der dritten Perspektive rum. Um zu gucken, ob ich da jetzt wieder irgend so ein sneaky Versteck finde. Ja, hier. Ich habe ihn. Okay, nice. Siehst du da oben? Gönn dir. Oh ja, nice. Aber das war klar, dass sie irgendwo da in der Nähe ist. Die Kiste, platziere den Knopf. Dann haben wir das Level auch. Ey, bitte, gib uns doch was anderes. Wie kann man denn... Nee, das ist unmöglich. Die Map ist so klein und er versucht hier viermal eine Kiste zu verstecken. Ich werde jetzt dann irgendwo noch einen Spot eingebaut, wo man jetzt rausjumpen kann. Ich sehe sie! Wo? Ja, ich verstehe nicht, wie man da ran soll. Komm mal. Third Person. Oh ja, ich sehe sie. Ja, wir müssen auf jeden Fall da hochkommen. Ja, von hier. Oh Gott. Ja. Und ich schaffe den Jump nicht, läuft bei mir. Ich habe den Knopf. Okay, nice. Ey, unglaublich. Oh, nice, ich sehe die Kiste direkt. Oh, Kiste? Direkt. Ich sehe noch eine. Ey, das sind jetzt... Nein, Mann. Jetzt sind überall Kisten. Okay, jetzt kommt man bei dem einen Spot nicht mehr so leicht raus. Warte, ich habe einen Dierblock. Okay, und, also nee, habe ich das noch der von vorhin, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Hier ist wieder eine Kiste, richtig sneaky versteckt. Vielleicht kommt man hier hoch, guck. Ja, warte, ich guck gleich. Das muss die sein. Ich check kurz die Standardkisten durch. Welche? Da, Third Person, guck da. Das ist die... Aber wie kommt man da hoch? Ist eine gute Frage. Aber warum sollte dann da eine Kiste sein? Obwohl, noch, hier kommt man. Die kann man im Jump öffnen! Dein Ernst? Ja. Hast du sie? Ja. Nice, ich will auch testen. Oh ja, da kann man im Jump öffnen. Nice. Oh Gott. Okay, dann haben wir den Button auch. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Level. Ja, oh, jetzt verändert sich was. Er schreibt schon rein, seriously. Seriously, ja, Mann. Hä, aber was ist jetzt da? Ich guck direkt wieder in der Third-Person-Perspektive, ich sehe ja keine Kiste. Jetzt wird's zu einer Clay-Welt. Hier, hab sie. Nice. Wo war die? Hier.
Ey, ich find gerade die Kisten ein bisschen. Ja. Okay, die war ja easy versteckt. Ja, nicht schon. Hä? Okay, läuft was jetzt? What is this, ja? Okay, warte, aber kann man nicht... Oh, doch, da kann man runter. Boah, ich hab sie. Geh weg. Husch. Ja, ich seh's. Viel Glück. Ja, wie soll man denn da hinkommen? Ich bin mir nicht sicher, ob man da hin kann. Da ist sie aber. Da kommt man hin. Ich hab's beim Runterfallen gesehen. Okay. Ey, was ist das denn für ein Jump, Mann? Hä, das ist doch eine unsichtbare Wand. Nee, du springst die ganze gegen die Decke wie... Oh, okay. Das ist echt eine unsichtbare Wand. Sag ich doch. Hier! Ich weiß es. Ich hab's, ja. Okay, ich bin unten. Die Frage ist... Okay, gönn dir den Knopf. So, ich sneak mich daran. Oh, das ist... Und dann muss man sich selber töten, oder? Hui! Ja, wenn jetzt der Knopf weg ist. Drauf da. Okay, perfekt. Easy geschafft, Mann, aber war auch gut versteckt. Na? Oh Gott, was jetzt? Okay, neues Level, obwohl, nee, es ist kein neues Level. Warte, hier ist ein Goldblock. Du kannst doch den Dierblock da drauf platzieren, ja, oder? Was ist, wenn ich den nicht mitgenommen hätte? Können wir hier rauf? Guck, hey, das musste man machen. Kann platziert auf Quarzblock. Ja, stimmt. Alles hat einen Sinn. Das ist krass. Na, aber wenn du den weggeworfen hättest. Ja, Mann, ich habe echt überlegt. Vielleicht hat es so gemacht, dass man ihn gar nicht wegwerfen kann. Haben wir schon gewonnen? Handy, Start the Game steht hier. Lol, okay. Warte. One Point? Okay, okay, dann starten wir mal. Nein, ach, das ist jetzt wieder die erste Map. Oh Gott, hast du noch die... Da, warte, ich hab sie. Ja, das ist jetzt eins zu eins die erste Map. Okay. Oh. Die hatten wir schon. Da sind wir so verzweifelt. Also, die war auf jeden Fall heftig. Drück nur drauf. Nee. Nee, das ist nicht die erste Map. Obwohl, doch, hatten wir nicht das auch zweimal? Ja, aber das war am Schluss dann. Guck mal, und das Haus ist anders. Hm, ja, lass mal ein bisschen spielen. Wir werden ja sehen, ob sie die gleiche ist oder nicht. Das ist nicht die gleiche. Man musste doch hier auf dem Balkon... Ah, das war das, was ich nie geschafft habe, Mann. Das hast nur du gemacht. Ja, aber guck, das geht hier nicht mehr. Das Haus ist anders. Das ist nicht die gleiche Map. Also, ich glaube schon. Nee? Mal gucken. Ich versuche mal das... Oh, draußen. War das nicht? Guck mal. Wir sind doch auf das Heu gegangen und dann über die Dinger da. Ja, aber dann kommst du hier nicht mehr weiter, guck. Stimmt. Man ist dann auf das Ding... Das ist eine andere Map. Ich sag's dir. Hm. Aber die Kiste ist da oben drinnen. Wo? In dem Baum. In dem Baum? Ja, in dem Baum. Ah ja, ich sehe sie. Ja, da müssen wir trotzdem so hochkommen. Ich weiß nicht, Mann, wie soll man das machen? Ich wette, er schafft's First Try. Ach, nee. Halt's Maul, Mann. Eigentlich müsste ich... Nein, ich bin No-Hand. Du bist so No-Hand. Ja, aber du auch. Ey. Okay, ich halt's Maul. Eigentlich was? Oh Gott, der ist echt unmöglich, Mann. Kann der nicht sein Ernst sein? Ah, ich weiß jetzt, glaube ich, wie es einfacher geht. Ja, ich weiß, wie es easy geht. Komm her. Ja, nee, ich hab hier weitermachen. Komm her. Nee, nee. Wir haben das, glaube ich, beim ersten Mal auch richtig falsch gemacht. Oh, lol. Oh, lol. Ja, oh, lol. Sag's nee, richtig. Ich bin mir sicher, beim ersten Mal haben wir es richtig gemacht. Weil da ging das nicht. Was für ein Hurensohn. Ist jetzt eine zweite Kiste, wenn da kein jetzt... Ja. Ich habe mir gerade gedacht, ich gucke in die Kiste rein, kein Knopf. Und ich denke mir nur... Hast du nicht getan. So, warte. Jetzt, das ist nicht das gleiche wie das letzte Mal, deswegen... Guck, ist komplett anders. Das, ja. Ey, ich dachte schon, Mann. Okay, warte, jetzt fehlt dir die ganze Zeit was. Ey, ich wette, es ist unter der Map. Ja, ich guck schon in der dritten Perspektive die ganze Zeit. Ob ich da irgendwo was erkennen kann, aber ich sehe hier nichts. Muss ja rein theoretisch vielleicht... Und... Hey, jetzt ist halt wahrscheinlich das Haus durchschnitten und jetzt kann man da irgendwas Geiles machen, oder? Ja, das könnte sein. Ah, ich habe schon eine Ahnung. Man kann oben in den Balkon jetzt rein. Stimmt, das könnte sein, ja. Denkst du, wir müssen da echt aufs Dach hoch? Weiß nicht. Ja, da hinten ist die Kiste. Wirklich? Da hinten ist sie. Guck mal, ist das echt da oben? Oh. Die ist da oben, ich sag's dir. Ah, da, ja, da ist sowas eingebaut, da muss die sein. Genau. Ey, aber als ob man einen Sprung schaffen könnte.
Hey, niemals, Mann! Ich such mal kurz, vielleicht gibt's irgendeinen anderen Weg, obwohl hier kommt man. Vielleicht hier? Also hier kommt man auf jeden Fall wieder hoch, wo ich bin. Ja, vielleicht. Obwohl, nee, da kommt man nicht hoch. Das hat keinen Sinn. Kommt man auch nirgends hoch? Hier, ja? Bei dir? Aber als ob der Sprung geht. Nee, der geht nicht. Unmöglich. Ich weiß nicht, ja, versuch du den, ich guck mal die anderen Sprünge da. Was der schon wieder für Maps macht. Nee, Digga, ich war oben, ich schwör. Nein, ich fall out of Map. Auf jeden Fall unter der Map ist definitiv nichts. Ja, ich glaube, ich habe auch die Kiste schon. So, guck mal. Wenn ich jetzt umstelle, stehe ich drin und kann reinspringen. Oh, nice, perfekt. Ich will auch hoch. Oh Gott, okay. Jetzt muss ich da noch hochkommen. Nein, Digga! Unmöglich. Oh, nice. So, bin wieder oben. Oh Gott, ich schaff's natürlich nicht. Ja, da ist die Kiste, ich seh sie. Ja, dann nimm sie bitte. Ja, ich komm nicht hin. Was? Ich hab den Sprung geschafft! Oh. Nice! Danke! Knopf, ja! Ja, es war klar, dass sie da oben ist. Ey, platzieren. Unglaublich! Der da schon wieder für Sprünge eingebaut hat! Auf jeden Fall, der Teil war wieder ultra hart, aber wir haben die Kiste zumindest schon mal gefunden, okay? Hit! Ja. Das ist dein Ernst? Wieder dasselbe! Also dieselbe Map. Versteckt. Hier ist ein Schild! Der ist nur Chest! Ich hab kein Opti-Fan! Was steht denn da auf dem Schild? Wo bist du denn? Hinterm Haus. Oh. There is no chest. Und da hinten steht Chest, da und Pfeil nach unten, unter uns. Oder ist keine Chest? Vielleicht sind sie unsichtbare Blöcke. Da ist eine Wand auf jeden Fall oder irgendwas. Unter der Insel ist auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal behaupten. Ich check's nicht. Hä? Was? Okay, das ist nicht gut, Hauptner. Hä? Das gewollt, guck! Hier steht was komplett anderes. Hä? Was steht hier? What the fuck? Es hat keine Kiste in dem Level gegeben. Okay, man musste einfach sterben, oder wie? Ja! Ich wollte mich gerade wieder zu dir CP'en, aber okay. Ich habe mir gedacht, das sind wir ganz am Anfang und der Spawnpoint wurde falsch gesetzt. Das ist ein Bug, oder was? Ja! Hey, aber warte. Vielleicht ist die Kiste wieder unter Wasser, wo sie beim ersten Mal war. Da habe ich schon geguckt. Okay, weiß ich nicht. Hey, jetzt. Wir müssen auf jeden Fall noch die Truhe finden. Ah, hier! Hier ist der Kopf. Wie war das? Du hast im Wasser geguckt. Ja, da. Ja. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Okay. Okay, warte, wieder was Neues. Jetzt ist sie zerstört. Was steht hier jetzt? The fuck? Ich meine, die Map verwirrt mich schon wieder. Ist aber richtig geil, Mann. Ja. Und vor allem hier hört's Wasser auf. Hier hört's auch die ganze Zeit auf. Warte, hier ist eine Höhle. Ja, in der war ich schon. Da war nix. Okay. Ah, Mann. Achso, in der Höhle war ich noch nicht. Ja, aber ich habe auch nichts gesehen. Toll, das kann ja wieder überall sein. Da ist sie doch, Mann. Was? Du kannst nicht gucken. Guck. Hier. Oh, da. Oh, lei. Gut. War aber wieder gut versteckt, Mann. Ich hasse Scheißkisten, Mann. Schwieriger das als die Knöpfe. Ja, das soll auch einen scheiß Button verstecken. Oh Gott. Es wird jetzt noch schwieriger, sag ich dir, weil das wieder irgendwo sein kann. Es ist alles zerstört und es könnte unter jeder scheiß Kante der Knopf sein. Und weiß ich nicht, an der Decke, dem Spalt. Ja, in der Kiste. Aber die scheiß Kiste ist ja schon gut versteckt. Warte, hier kann man out of map. Unmöglich. Ich bin out of map. Vielleicht ist das der Move? Nee, ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, das ist dieses Mal. Aber du kannst immer gucken, ob du outside irgendwo was siehst, dann können wir das zumindest ausschließen. Ich sehe die alten Level. Okay. Und ich sehe die neuen Level. Yeah, out of map können wir auf jeden Fall ausschließen, glaube ich. Doch ich weiß halt nicht. Hier ist die Kiste. Lol. Könntest du da mit dem Jump ran? Ja, komme ich so auch ran. Da wollte ich gerade hingucken.
Nice. Perfekt. Oh, Schilder haben sich verändert. Was steht? Ah. Okay, wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir das Level verlassen. Wir dürfen kein Glitch verwenden. Es gibt keine Barrieren, keine Cheats, kein Boost. Was sollen wir also machen? Uns ertränken. Stimmt, das ist eine gute Idee. Durch den Tod. Das ist der einzige Ausweg. Oh, du bist tot. Ich bin auch tot. Ja, es hat funktioniert. Nice. Was steht hier? Okay. Hey, was ist das für eine Map, Mann? Nicht von hier. Du Pfosten. Ich hab mir gedacht, das ist ein Weitesprung. Ja. Ich hab den Sprung von der anderen Seite gemacht. Ja. Okay, 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 okay. Nein! Nein! Du fettes Stück Scheiße! Warum macht er denn so einen Sprung schon wieder, wo ich mir den Kopf einstoße? Ich hab mir auch den Kopf angestoßen, aber den Sprung davor, Mann. Ich hab so einen Eierkopf, Mann. Ich kann ja nichts dafür. Okay, so. Die größten Opfersprünge sind da drinnen. Hab's! Da, pass auf, da musst du auch noch. Und jetzt auch noch mal außen, sonst stoßt du dir auch wieder in den Kopf. Ja, guck mal, das geht nicht! Ich hab's doch geschafft! Bin das dritte Mal jetzt schon runtergefallen. Jetzt pass auf! Außen, guck dir den außen, Scheiß an! Außen! Du darfst dir da nicht den Kopf stoßen! Warte, ich bin Superman! Bin wieder oben. So, außen! Außen! Das ist doch außen! Ey, halt's Maul, ich bin da hochgekommen. Das ist nicht mal mein Creative. Was, wo soll ich denn da jetzt hin? Ja, gecheatet, Mann. Wenigstens hat's einer legit geschafft. Oh Gott, was steht da? Dass du das Maul halten sollst. Wir finden immer das Ende, aber nicht die Kisten. Lol, sag nicht, da war jetzt eine Kiste irgendwo versteckt. Warte. Guck gerade. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, okay. Nein, das habe ich getan. Ich bin wieder irgendwo auf den Friedhof hingekommen. Obwohl, das ist wahrscheinlich dann jetzt ein Troll, weil bei mir geht's auch nicht mehr weiter. Da ist wahrscheinlich deswegen, keine Kiste warte, ich mehr. Will mal die. Game Mode 1. Gibt's doch nicht. Nee, guck mal hier. Hinter dem Quarzblock ist nicht mal mehr. Ja, das ist kein Command. Ja, das war ein Troll, guck. Warte, wenn ich einen Knopf mache. Warum ist eigentlich wieder Nacht geworden? Passiert nichts, wenn ich einen Knopf drauf mache. Ja. Okay, dann würde ich sagen, war's das. Die Map war auf jeden Fall wieder geil. Ich würde mich freuen, wenn es da wirklich einen dritten Teil geben würde, weil die ist auf jeden Fall herausfordernd. Ja, die ist echt noch geil. Wir hoffen, dass man ja? Ohne Cheaten, bis ja. Auf du ein bisschen beim Jump'n'Run, ja. Aber ansonsten. Das war nicht Cheaten, man, ich war halt Superman, okay? Aber wir hoffen natürlich, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne ein Like da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.